vorne sehe ich Modron. Modron, sei gegrüßt. Wachen, rettet mich. Eine mordende Dänin ist gekommen, mir den Kopf abzuschlagen. Du hättest mir dein Leid schon früher klagen sollen. Wir sind beide mit Brigid befreundet und ich weiß, du tätest nichts, das deine Freunde gefährdet. Die Nacht war voll freudiger Trinkgelage. Ich erinnere mich an wenig, doch hatte ich keinen Streit mit Tudor. Bedauerlich. Was konntest du von Harwin erfahren? Er gab einem Mann aus Kut Ladron Kräuter. Sein Name ist Gwilym. Tudor und ich tranken mit ihm. Kut Ladron ist der welsche Name eines Diebesnests. Es liegt westlich von hier auf einem Hügel. Ich kann dich hinführen. Ich schulde dir viel für deine Hilfe. Du hättest mir nicht trauen müssen. Tudors Schicksal betrifft auch mich. Diese Entwicklung ist beunruhigend und ich hoffe, ihr auf den Grund zu gehen. Dann beeilen wir uns. Ich muss Gwilym finden und meine Ehre retten. Dieser Wald und Gloucester allgemein fühlen sich ungezähmt an. Als wäre ich durch ein Tor in eine andere Welt geritten. Ja, hier gibt es alte Magie. Alte Magie, welche Tudor und seine Kirche gerne auslöschen würden. Tudor sprach von einer Neuordnung. Glaubst du, deswegen wurde er zum Ziel? Es gibt viele, die sich an die Spitze kämpfen würden. Tudors Verschwinden könnte jedermanns Werk sein. Doch du bist eine Seherin, mit Zugang zur Weisheit der Götter. Hast du denn nichts gesehen? Ich sehe viel Rauch. Gibt es unter den Dänen Widersacher, die es auf der Durchreise getan haben könnten? Wenn dem so wäre, hätten wir inzwischen ihre Hörner gehört. Wir sind kein bescheidenes Volk. Worte wie Äxte, hart und ehrlich. Kut Ladron, das Diebesnest. Hier verlasse ich dich nun. Findest du einen sicheren Platz? In der Nähe ist ein Schrein. Wenn du mich brauchst, findest du mich dort. Mögen die alten und neuen Götter mit dir sein. Wir werden sofort angreifen. Das ist Tudors Stimme. Lebt also. Komm zurück! Zurück! Mach mich nicht sauer! Thank you.
Oh, Scheiße. Damit hast du recht. Eivor, du lebst. Hab Mitleid. Ich befolgte nur Befehle von Alderman Cannon. Er gab uns Geld, um Tudor loszuwerden. Dann sollte er es zurückverlangen. Schöne Auftragsmörder seid ihr. Könnt nicht mal einen Mann töten. Du hast dir einen schlechten Sündenbock gewählt, Gwillem. Und wir dachten, wir lassen den Jungen leben und pressen mehr aus Cannon heraus, um sein Geheimnis zu wahren. Warum sollte Cannon zahlen, damit Tudor getötet wird? Er ist sein Nachfolger. Die Hintergründe sind uns egal. Je weniger wir wissen, desto besser. Ihr wolltet ihn erpressen, aber wisst nicht mal weswegen? Ihr seid ja so unfähig. Wir wollten den Burschen nicht töten. Inzwischen haben wir ihn gern hier. Sag's ihr. Sag ihr, wie gut wir dich umsorgt haben. Cannon war das? Warum? Ich habe doch... Oh Götter, ist er tot? Wach auf, wach auf! Sag der Dänin, dass ich dich wie ein Schwalbenküken aufgepäppelt habe. Weg da, Hohlkopf! Ja. Eivor, wir sind doch Freunde, oder? Wir haben zusammen getrunken. Weißt du noch die Hühner? Noch ein Wort und ich schneid dir die Zunge ab. Tudor wird einen Heiler brauchen. Wir haben ihm Dung ins Gesicht geschmiert. Aber ich wurde schon von Schlimmeren entführt. Danke für deine Hilfe. Versuch dich nach deiner Flucht nicht ein drittes Mal entführen zu lassen. Danke, Fremde. Hilfe! Hier! Hier bin ich! Danke. Das weiß ich wahrlich zu schätzen. Als ich in diesem Dämonennest erwachte, fürchtete ich das Schlimmste. Spar deine Kraft, Judah. Der Ritt ist lang. Cannon? Er befahl meinen Tod? Ich verstehe es nicht. Er war wie ein Vater für mich. Ich werde ihn selbst befragen. Ich war stur, wenn er davon sprach, dass die Heiden genauso wie wir seien und voll Güte nach den Gesetzen vieler Götter lebten. Ein Gesicht, viele Gesichter. Es spielt keine Rolle. Wir alle sind gesegnet, in seiner Herrlichkeit zu leben. Du scheinst nach dem Kratzer wie ausgewechselt. Ausgewechselt? Den Verband gewechselt? Er fühlt sich heiß an und sein Geist kommt und geht, aber er lebt. Vielleicht eine Krankheit des Blutes. Schande, Schande. Er wurde von den Männern dort gefangen? Sie behaupten, Cannon hätte sie beauftragt. Cannon war das? Ich weiß nicht warum, nur dass er sie bezahlte, um sich Tudors zu entledigen. Du siehst, wie erfolgreich sie waren. Sie waren sich so ähnlich, der Junge und Cannon. Gottesfürchtige Christen, die mit mir über das Leben stritten. Aber er wurde weich. Menschen tun Böses, um ihre Macht zu behalten und ihre Haut zu retten. Vielleicht will er Tudor an seiner Stadt den Flammen übergeben. Verlangt der Brauch nicht den Anführer? Wenn er den Leichnam des Jungen zum Aldermann machen würde, wäre das Opfer rechtens. Dann ist er nicht sicher, bis ich mich um Cannon gekümmert habe. Kannst du ihn versorgen? Ich bin eine sehr gute Heilerin. Doch wenn die Götter ihn zu sich rufen, kann ich nichts tun. Eivor, was hast du mit Cannon vor? Ich enthülle seine Schandtaten. Soll sein Volk entscheiden, ob er einen ehrbaren Tod verdient. Er beschmutzte deinen Namen und doch würdest du ihn leben lassen? Schande um Schande. Wenn ich fertig bin, heißt ihn nicht mal sein Gott willkommen. Dein Entschluss steht also fest. Möge Rhiannon mit dir reiten. Ich danke dir, Modron. Und bitte, kümmere dich um Tudor. Ich muss Cannon erreichen, bevor das Fest endet.
Hier darf mich niemand sehen. Ich muss Kanon finden, bevor ich entdeckt werde. Am besten beginne ich beim Langhaus. Die Feierlichkeiten haben noch nicht begonnen. Noch ist Zeit, Kanon zu finden. Du, Kanon, er ist nicht hier. Aber vielleicht hat ihn jemand gesehen. Brigitte ist hier. Ich werde die Ohren spitzen wie nie zuvor, um wenigstens irgendetwas zu verstehen. Eivor! Finally, Tiri de Chwaled! Brigit, schön dich zu sehen. Eivor, what has become of Tevder? Did you faint your scarf? Danke. Brigit, ich habe ein verlassenes Vogelnest in den Dachbalken gefunden. Ich bringe es nach Hause zu Mutter. If you gaddle it, then the babbins will do it and all a lay a god. Du bist es wieder, die Samhain-Schlechterin. Samhain-Schlechterin? Egal. Gwyneth, ich suche Kanon. Hast du ihn gesehen? Er ist mit den Festvorbereitungen beschäftigt und hat mich zu Brigitte geschickt. Willst du einen Zauber sehen, den ich geübt habe? Bringst du mich zu Kanon, wenn ich ja sage? Nur ein Trick und dann zeige ich dir den Weg. Also zuerst musst du in diesen Beutel greifen. Und die Anzahl der Steine, die du hältst, ist 3. Ein wunderbarer Zauber, Gwen. Aber ich muss jetzt wirklich Kanon finden. Dachliatayam, Sir! Komm, gehen wir ihn suchen. Da sind die Kirchenfrauen. Sie mögen das Fest nicht, aber Mama sagt, sie kommen trotzdem, um wie Hennen zu gackern. Willst du noch einen Trick sehen? Ich kann eine Eichel aus deinem Ort ziehen. Ich muss Kanon finden. Das ist wichtig. Dein Pech, Schlechterin. Ich heiße Eivor. Warum trägt diese Frau eine gestreifte Maske? Das ist ein Dachs.
Alle Frauen, die beim Fest was zu sagen haben, tragen eine. Hast du Canon gesehen? Er wird bald im Weidenmann sein. Hast du Alderman Canon gesehen? Oh, die unheilige Fratze hat mich erschreckt. Es ist nach Sonnenuntergang. Canon hat sich zum Gebet in die Kirche zurückgezogen. Ich muss ihn sprechen. Selbst wenn du mit ihm sprechen musst, wird das bis zum Morgen warten müssen. Er hat sich eingeschlossen. Nur Geva hat den Schlüssel. Würde Geva mich einlassen? Das darf sie nicht. Nicht, dass ich ihr zutraue, eine so einfache Anweisung zu befolgen. Sie würde ihren Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Danke für deine Hilfe. Ich werde morgen mit Canon sprechen. Eine gewisse Geva hat den Schlüssel. Ich muss sie finden. Ich habe für die Seele des armen Tudor gebetet. Die ganze Sache vertuscht. Hast du Canon gesehen? Hey, es ist Mariluth. Reime mit mir, Mariluth. Mit Wort oder Schwert kracht es in Samhain's Nacht. Ach, Mist, ich hab den Reim verbockt. Voll Ale reimt ein jeder mit all seiner Macht. Viel bedurfte es nicht, um mich zu besiegen. Aber du bist wirklich gut. Gut genug für eine Belohnung. Vielen Dank. Genieß die Festlichkeiten. Ich würde gern mehr über dich erfahren, Gwyneth. Du bist schon ein seltsamer kleiner Vogel. Mutter sagt, es wird nie wieder jemanden wie mich geben. Von der Geburt des Sandes bis zum Ende aller Sorgen. Deine Mutter vertraut dir wohl sehr, dass du ganz allein rumlaufen darfst. Sie verbringt den Feiertag damit, Einsiedler und alte Steine zu segnen. Ist doch langweilig. Und dein Vater, Gwyneth? Wo ist der? Eigentlich darf man darüber nicht reden, aber ich entstand durch die Verbindung meiner Mutter mit dem gehörnten König des Waldes. Stehst du Brigitte nahe? Sie ist wie eine große Schwester. Aber ich werde sie wohl nicht mehr oft sehen, wenn sie mit dir und Gunnar weggeht. Ich sollte Canon suchen. Ich suche nach Glowcasters Alderman. Nun, der noch atmet, ist in der Kirche. Wie komme ich hinein? Gar nicht. Es gibt doch keinen Grund, in diesen Schweinestall zu gehen. Du müsstest mich schon sehr betrunken machen, dass ich dich reinbringe. Klingt, als würde etwas Ale seine Zunge lockern. Hegst du irgendein Groll gegen die Kirche?
Ich hasse diese Siedlung mehr als das Gebäude oder Gott bewahre den Herrn selbst. Die Plagen hier machen immer meine Gaben an ihn kaputt. Gaben? Fenster! Ist dir bewusst, wie viel Arbeit und Kunstfertigkeit nötig ist, um Glasscheiben zu Märtyrern zu machen? Die hübschen Glasbilder? Sie zerbrechen wirklich leicht. Ja, so ist es. Monate feinsäuberlicher Arbeit, zerstört von Heidenrabauken mit einem einzigen lausigen Stein. Der Verlust deines Werks tut mir sehr leid. Ich muss weiter. Warte, warte! Ein letzter Schluck, bevor du gehst. Ein Trinkspruch auf Alderman Cannon oder auf Sarwin. Einer auf Marilut. Einer auf Glas. Wenn ich das Glasfenster zerbreche, komme ich in die Kirche. Da bist du ja, Schlangenzunge. Eivor! Gefallen dir die Feierlichkeiten? Das Schattenspiel ist vorbei. Tudor ist in Sicherheit. Und ich kenne deinen Plan, ihn an deiner Stadt zu opfern. Du denkst, ich will mich den Flammen entziehen? Ich gehe freudig zum Weidenmann. Doch lege ich Gloucester nicht in die Hände eines christlichen Eiferers. Was dann? Dein Volk ohne Anführer zurücklassen? Mit einer Kirche voll brennendem Zorn? Sie werden nicht ohne Anführer sein. Modron wird auf dem gehörnten Thron sitzen. Willst du sagen, Modron hat gelogen? Wir haben dich wie einen Hund im Kreis geführt. Der Plan zu Tudors Ermordung war Modrons Idee, Eivor. All das, um selbst die Herrschaft in Gloucestershire zu übernehmen? Es wäre schwer, sich zu halten, umgeben von Christen. Es gab keinen anderen Weg. Sie hatte eine Vision. Tudor von Flammen umgeben. Er verbrannte alles, was wir zusammen erschaffen haben. Alles? Du und Modron? Dann ist Gwynedd... Vor seinem Tod muss ein Mann sein Haus ordnen. Das Nest für seine Kinder mit Federn auslegen. Du und die Seherin, das war der Plan? Dass ich zu eurem Liedchen tanze und ihr eurer Tochter ein Vermächtnis schaffen könnt? Ich habe Modron schon immer begehrt.
Als sie mich bat, an einem Fruchtbarkeitsritual teilzunehmen, stimmte ich natürlich zu. Unsere Vereinigung zeugte nicht nur Gwyneth, sondern ein vereintes Glow-Orchester-Schier. Tudor würde das zerstören. Darin irrst du dich, Kenon. Tudor hat sich gewandelt. Er steht auf der Grenze, so wie du es tust. Tudor? Der Junge ist ein störrischer Esel. Hast du ihn zur Vernunft gebracht? Nicht nur ich, auch die Güte von Räubern und fremden Bretonen. Nun nimmt er Christus und den Gehörnten an. Verflucht. Weissagungen weben ein seltsames Gespinst, nicht wahr? Tudors Wandel brauchte nur eine Entführung und eine fleißige Dänin. Eivor, Modron hat Tudor in ihren Tempel im Rätselwald gebracht. Wenn du dich sputest, kannst du sie vielleicht noch aufhalten. Ich muss mich hier um vieles kümmern, sonst würde ich dich selbst hinführen. Geh nun! Sofern du mich nicht erst selbst töten willst. Du bist bereits ein toter Mann. Ich werde dein Volk nicht für deine Taten leiden lassen. Hab Dank, Eivor. Deine Gnade wird sicherlich belohnt werden.